life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. And I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of men, for whatever that means. Hey!
24 Jahre junger Champ, immer wieder super dich zu werden. Du bist der allergeilste, mach ja weiter so. Oh Mann. Falls du mir nach Rasputin im Dope Drop Remix zocken könntest, wäre dir das mega. Na, leider nicht auf Technobase, Aber Silvester kriegen wir das hin. Habt ihr gesehen? Silvester machen wir 6 Stunden. 2 auf Technobase, 4 auf Hausheim. Da klappt das auf jeden Fall. Ja, so. Dann wären wir da mal da. Das hat zwar jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Aber man kann es ja mal probieren. So, ein Ton, also irgendwie klar. Schmeißt heute die Technik so dermaßen auseinander. Ich habe mir jetzt auch mal They Are Billions geholt. Und hatte das vorhin auch mal ausprobiert und... Alter, diese Einstellungen sind der Wahnsinn. Ich hatte eigentlich gehofft, dass alles reibungslos funktioniert, aber anscheinend nicht. Und meinen Timer habe ich auch nicht gestartet. Moment. Zack, da ist er. Sehr schön. Ja, das Design, was ihr hier seht, also unter mir und andere Richtung, in der Richtung und da oben da, das könnt ihr auch haben, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Ihr müsst mir nur Bescheid sagen. Dann kann ich euch das zukommen lassen. Ja, so. Beim letzten Game habe ich ja glorreich versagt. Und ich glaube, ich sollte auf jeden Fall die Musik ausmachen, genau, weil zweimal Musik ist irgendwie doof. Wobei, warte mal. Danke, wir können die Musik nämlich ausmachen und dann können wir das nämlich laufen lassen. Ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen schöner. So, wir starten ein neues Spiel. Ja, ich habe mal auf Easy so ein bisschen getestet, wie das Spiel denn so läuft. Und ja, wird jetzt einfach mal, weiß ich nicht, 120 Days einstellen und, boah, accessible, low population, ja doch. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Das letzte Mal, ja, bin ich zum Schluss überrannt worden. Also, die haben dann alles platt gemacht, was nicht bei drei auf dem Baum war. Aber nicht lange auf die Folter spannen, sondern einfach anfangen. Was ich auch am Anfang nicht so richtig hingekriegt habe, bis ich dann den Hinweis gesehen habe, war das mit diesem Gebäude drehen, beziehungsweise die Tore. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Ich habe auch aktuell den Streamlabs Chatbot am Laufen. Ich hoffe, der macht heute auch ein bisschen das, was er soll. Und muss feststellen, dass das doch irgendwie alles ein bisschen ruckelig ist. Ich probiere das einfach mal auf Medium alles. Ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Ja, wenn... Ups, und weg ist es. Ich denke mal, wenn das Aufnahmeprogramm läuft, dann noch Steam, dann noch der Chatbot, dann noch iTunes. Ja, mein Rechner, man merkt es halt doch schon, dass er ein bisschen älter ist. Was? Da stand Delete? Achso, kann ich löschen. Ja, okay, ist egal. So, probieren wir das halt nochmal. Ne? Also ich hoffe, dass es bei euch flüssig ist. Ja, ich würde einfach trotzdem jetzt mal anfangen, dass sich das nicht noch weiter in die Länge zieht. Und zwar mal ein paar Häuser hinstellen. Und ohne... Ja, Start sollte man auch drücken.
Da haben wir doch schon noch ein paar Sachen zur Verfügung. Sehr schön. For the Colony! Hey! So, dann würde ich sagen, machen wir da mal eine Sägemühle hin. Ich glaube, dass hier der beste Punkt dafür ist. Und Futter wollen die ja auch haben, deswegen einem Dingens hier. Und, boah, ich bin begeistert. Wir haben diesmal Stein hier. Ich wäre verrückt. Das letzte Mal, keine Ahnung, musste ich mich, Gott, wer weiß wohin, erweitern, dass ich endlich mal Stein hatte. For the Colony! So, dann gucken wir mal, ob hier nicht noch irgendwo irgendwelche Zombies rumlatschen. Boah, geil. Ah, da sind die ersten, wie man sieht, hier hinten. Und wir sind diesmal auch echt gut aufgestellt, was die Gegend hier angeht. Das lässt sich, glaube ich, ganz gut verteidigen. Ja, ich denke, das lässt sich echt gut verteidigen hier. Ja, da das hier auf Medium läuft, muss ich mich ein bisschen beeilen, da ich sonst hier leichte Schwierigkeiten kriegen könnte. Aber ich würde sagen, wir weiten unser Gebiet erstmal ein bisschen aus. Ja, das denke ich ein guter Platz hier. So. Aktuell keine Arbeiter, das lässt sich auch korrigieren, indem wir noch ein paar Hütten bauen. So. Was macht denn der da? Ich dachte, er will da reingehen. Eigentlich sollte er da reingehen. Attention, building completed. Take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, Country Road. Oops, take me home. Oops. Ja, so. Dann hätten wir hier noch. Ich würde das tatsächlich hier herstellen und das Ding damit her. Lasst euch durch das Gelaber von Technobase jetzt einfach mal nicht stören. Ich finde das gerade eigentlich recht, ja, unterhaltsam, sage ich mal. So, wir gewinnen 11 Holz. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht, würde ich sagen. Aktuell haben wir auch nur 2 Arbeiter. Das ist vielleicht ein bisschen weng. So, dann würde ich sagen, mach mal ein bisschen mehr draus. Und bauen schon mal die ersten Wände. Tatsächlich bietet sich das echt gut hier an. Einfach nur 2 solche Klötze hingestellt. Wobei ich aber trotzdem meine Jungs und Mädels mal darüber schicke, da ich mir nicht sicher bin, ob dieser komische Zombie, der da rumsteht, das auch toll findet, dass wir hier was hinpacken. A colony who needs a mayor, that's who.
Boah, das ist jetzt wieder so eine Frage, ne? Lookout Tower plus Bonus oder doch lieber Iron Reserves? Ich denke mal, dass das Iron oder beziehungsweise das Eisen, man kann es ja auch auf Deutsch sagen, wichtiger ist als diese Lookout Tower. Dann schick mal die mal weg erstmal. So. Dann noch hier drüben. Hier noch zu, da noch zu, da noch zu. Und dann sind wir, denke ich mal, safe hier. Fürs Erste. Ja, wenn das mit dem Holz nicht so ewig dauern würde. Ups. So, noch einen Tower. Oh Mann, das dauert echt lange mit diesem Holz. Kann man nicht noch mal so ein Ding bauen? Neun oder 11? Da, das ist mir schon zu weit weg da oben. Komm, wir nehmen die 11 noch mit. Oh, here we go again. Was ist das eigentlich? Patrouille? Okay. Könnte sie rein theoretisch auch patrouillieren lassen. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, sage ich mal. Ist sogar ziemlich cool. Ich würde da. Also ich habe festgestellt, dass wenn man die zu nah an eine Ecke ranbaut, dass sie dann irgendwie nicht um die Ecke gucken können, beziehungsweise schießen nicht um die Ecke. Deswegen würde ich jetzt hier einfach was rüber. Einen schräg und zwei gerade. Das ist doof. Mir fehlen dann zwei Soldaten eigentlich, ne? Hier fehlt mir einer, dass der wenigstens ein bisschen was beschützt. Und hier drüben fehlt mir. Ne, jetzt fehlt mir nur einer. Ah, scheiße.
So, dann stelle ich mal noch da einen Turm hin. Die Olle ist jetzt nun bereit. So, sehr schön. Wir müssten jetzt auch wieder genug Holz haben. Das heißt, ich kann hier meine Mauer hinstellen und noch den einen oder anderen Turm mit dazu. Und dann sollte ich vielleicht auch immer langsam damit anfangen. Military, ein Soldier Center zu bauen. Und zwar brauche ich dafür... Ei, Karamba, jetzt geht's los. Nicht geil, überhaupt nicht geil. 20 Holz, das hätte ich jetzt. Und 8 Arbeiter. Ja, bräuchte natürlich auch zwischendrin mal Food. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Super, so, jetzt machen wir uns die Arbeiter wieder futsch, aber das ist, glaube ich, egal. So, Mr. Kanister, geh mal da hoch. Und dann können wir dann... Ja, na, super, klasse, ey. Warte mal. Da ist ja aktuell sowieso keiner. Na super, da kommen ja... Alter, sind das viele Viecher. Ja, lock halt noch mehr an, Tussi. Das ist jetzt echt ungeil, was du da tust. Von da unten kommt ja eh nichts, ne? Pass auf, dann wechsel mal einfach mal die Soldaten durch. Und dann braucht man noch ein paar Arbeitfixer. Fixe Arbeitskraft. Kann man doch eigentlich auch da hinstellen, oder? Die latschen doch eh außenrum. So, weil du jetzt da wieder fertig bist, schicke ich dich hier runter, weil das wird jetzt nämlich ein bisschen knapp hier. Dann braucht man definitiv 2 in dem Turm. So, und eine dann darüber. Gut. Nee, warte mal, die muss ich hier rein... Halt. Die muss ich hier rein schicken und die hier rüber. Alter, das ist mir jetzt schon wieder irgendwie ein bisschen zu fixe hier, ne? Ja. Ich weiß, dass sie mich gerade echt ficken, aber ich krieg das heute noch hin. Ach nee, warte mal, ich muss ja links klicken. So, dann reparieren wir mal unsere Defenses. Das sieht doch alles schon mal ein bisschen sehr entspannt aus hier. Military, ich brauche Energie. Energie, Energie, Energie. Ja, sehr cool. So, dann würde ich das einfach pragmatisch, wie ich bin, einfach mal daher schicken. Stellen, meine ich. Alter, die sind aber auch echt langsam. Vorhin waren die wesentlich schneller. Thank you.
Ach nee, was machst du denn? Mach doch nicht meine Base kaputt. Warum sagt denn der da überhaupt nichts hier? So ein Sack. Was? Stimmt doch gar nicht. Ist das schon alles wieder ganz? Oh, und jetzt zieht die dumme Kuh auch noch das andere. Oh nein. Ja gut, solange die jetzt noch so langsam sind, ist das ja noch völlig vertretbar. Ich sollte mir auf jeden Fall noch ein paar Hütten hinzimmern. Weil sonst habe ich nämlich zu wenig Arbeiter für die, für die Soldaten. Iron habe ich ja schon. Ein bisschen was zumindest. Wie viel habe ich denn davon? 10. Ich brauche 2 Iron. Okay, da könnte ich 5 von den Typis bauen. Hab aber zu wenig Food. Super. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen ein Problem. Warte mal, aber... So, dann stellen wir doch das mal so hin. Och, nee. Tja, die muss rennen. Aber ich habe ja zum Glück gleich wieder einen. Das heißt, ich kann den fehlenden Wall, den ich aktuell habe, kann ich anderen auch besetzen. So, und zwar mit einem Soldaten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Yes! So. Einen habe ich, das heißt, ich kann noch 4 bauen. Ja, genau. So, wenn ich eh schon mal dabei bin, kann ich. Baue ich mir gleich noch einen Bogenschützen. Ach so, kann ich nicht, weil ich hier mit den Zugang zu dem Häuschen da verbaue. Was fehlt uns? Arbeiter fehlen uns. Okay. Military. No. Okay, dafür brauche ich Warehouse. Oder Wood Workshop. 10 Arbeiter. Wo kriege ich jetzt 10 Arbeiter her? Gut, die sind schon mal zu zweit, das ist schon mal super. Wo ist er? Da ist er. Warte mal, da ist der drin, da ist der drin. Die kriegt noch einen Soldaten dazu. Ein Zelt ist komplett, okay. Oh yeah, den Woodworkshop können wir bauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Frage ist nur, wo stelle ich das Riesending hin? Direkt an die Mauer ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber... Warte mal, lass mal gucken. Ah, möchte ich eigentlich nicht machen. Weil, dann mit der Mauer kann ich noch weiter raus. Eigentlich möchte ich das nicht so zupfropfen. Eigentlich möchte ich das eher dahin stellen. Oder kann ich wieder keine Türme setzen? Ja. Oder direkt hierher. Ja, komm, scheiß drauf. Mache ich den Sammelpunkt hierher. Die sind zu zweit. Hier fehlt noch einer. Da hier unten fehlt noch einer. So. Das heißt, ich brauche jetzt 1, 2 Bogenschützen, ne?
kann keinen bauen, weil ich keine Arbeit habe. Ja gut, das lässt sich bestimmt gleich korrigieren, wenn ich wenn ich dann endlich normale Häuser bauen kann. Ja, Schnucki, du sagst es. Nee, warte mal, wir sind mal lieber da hoch. Da können wir die, glaube ich, besser gebrauchen. Ja, so richtig kommt das Ding nicht aus dem Knick. Die Bogenschützen sind ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Die lassen sich zumindest sehr schnell zu Veteranen ausbilden. Da kommt schon das nächste Opfer angelatscht. Ups. Ja, wie gesagt, die Technik spinnt heute irgendwie. Eigentlich hatte ich das alles auf den zweiten Bildschirm verschoben, aber naja, gut. So ist das halt. Ich brauch Cottage. Jo. Und am besten danach gleich die Farm noch dazu. To survive. We're lonely, lonely. I'm lonely, lonely in my life. Da, 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 da. Ja, gib's ihm. Bam. Oh, das könnte ein bisschen schneller forschen. Ich brauche diese blöden Hütten. Stein habe ich ja aktuell genug, ne? Bam, tot. Schade, dass man diese Krähen nicht töten kann. Die stecken bestimmt mit dem ganzen Mist unter einer Decke. Na komm, forsch ein bisschen schneller. Technology Research completed. Eine Farm brauchen wir. Auf jeden Fall. Aber lass uns erstmal eine Runde upgraden hier. Food. Ich hätte es wissen müssen. Das ist vielleicht nicht so easy hier. Warte mal, aber ich kann doch sicher noch. Ja. Bau mal noch eine Anglerhütte hin. Da haben wir sowieso schon zwei. Da hier haben wir eine. Wobei ich glaube, dass die irgendwie so ein bisschen fehlplatziert da rumsteht. 12, 16. So, lass mal gucken. Was können wir hier eigentlich optimieren? 12 Food, 12, 18. Das geht schon mal gar nicht, weil ich da irgendwie voll daneben aus. Ah ja. Ach so. Scheiße, ich konnte das nur dahin bauen. La 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 la, so ein Mist. Naja, egal. 3 Food. Okay. Ja, wenn die Angelhütte dann fertig ist, dann sollte das auch klappen.
Na komm, ein bisschen zackiger. Sehr gut, wir haben eine Farm. Weiß zwar aktuell noch nicht, wo ich die hinstellen soll, aber okay. Weil hier ist ja eigentlich überhaupt nirgendwo Platz. Ich müsste mittlerweile mal wieder erweitern. Bräuchte aber dafür Cottage. So, sehr schön. 6 Leute. Und ich muss erweitern, ich muss echt erweitern. Aber da unten brauche ich nicht hin, weil das ist Käse. Da ist kein bebaubares Land. Das ist nur hier oben das Stückchen. Das heißt, ich müsste jetzt rein theoretisch eher in die Richtung. Das heißt, ich könnte da so ein bisschen schräg hochziehen. Komm, ich baue das jetzt dahin. Und schick die hier hoch. Dann ist sie da gut aufgehoben. Die kann dem helfen. Ja, na, haben wir es schon. Zack. So, wie schaut's denn aus? Warum blinkt denn das? Building doesn't have access to... Was? To energy in the area. Na gut, okay. Das würde heißen, ich müsste jetzt... Hier geht meine Mauer hoch. Das ist zu nah dran, das funktioniert so nicht. Könnte mein Untergang sein, was ich jetzt hier treibe. Aber irgendwie muss ich da auch mal eine Wand hinziehen können. Und hier kann ich keine... Komm, genau, mach den noch platt, dann kann ich hier nämlich einen Turm hinstellen. Haha! Ja, das war's dann auch schon. Verdammt. Scheiße, sind das viele. Es ist ein ganz schön heißes Eisen, was ich hier gerade treibe, ohne Witz. Vielleicht sollte ich ein bisschen Unterstützung hier rüberziehen. Ja, obwohl, die kriegen das auch gut hin. Alter, sind das viele Viecher. Guck dir doch mal den hässlichen Misthaufen hier an. Das ist ja nicht wahr. So, und jetzt habe ich hier natürlich eins von diesen Viechern mitten im Weg stehen, ne? Aber das lässt sich bestimmt ganz schnell... Hallo? Ja, die kriegen das schon hin, das sollte kein Ding sein bei denen da oben. Das reparieren wir mal fix. Und dann ziehen wir hier schön eine Mauer hoch und dann kann uns das hier eigentlich völlig wurscht sein. Dozen of... Oh fuck. Das ist echt kacke.
Jetzt muss ich gucken, wo die herkommen, dass ich alle meine Truppen darüber versammle. Das heißt, ich brauche die hier unten und die hier drüben. Wobei das eigentlich totaler Stuss ist, was ich gerade mache, weil die kommen nämlich von... Von hier. Leute, seht zu, dass er da rüberkommt. Jetzt sehe ich sie. Leute, wo seid ihr? Um Gottes Willen, vielleicht sollte ich da doch ein paar Hütten wegreißen. Ja gut, das hat ja jetzt relativ gut geklappt. Also die Hütten, die müssen definitiv weg, das bringt nichts. Dafür upgrade ich zumindest diese eine hier. Sonst latschen die ja immer da ewig außen rum. Ist ja auch ein Käse. Völliger Käse. So. Können ein bisschen lauter machen. Ja, gut. Wunderbar. Das ist schon mal gut. Abgesichert. Das ist auch sicher. Dann reparieren wir noch mal ein bisschen und ich würde sagen, wir stellen hier noch so ein Türmchen hin, weil nämlich ich glaube, dass da hier oben in der Lücke auch irgendwie so ein bisschen. Was geht ab? Fuck, ich hab. Oh oh. Nee, lass das mal. Das ist mir jetzt irgendwie gar nicht so schön, was ihr hier tut. Es sind drei Stück. Ja gut, das kriegt ihr hin, denke ich mal. Ja, ja, ich weiß. So, zack. Wunderbar, das heißt, wir können jetzt hier... Hallo? Hier noch eine Wand hinziehen. Wobei, warte mal, der Turm ist vielleicht ein bisschen doof gesetzt jetzt. Sag das mal lieber so, genau. Wunderbar. Gut, aktuell fehlen mir die... Die Arbeiter und ich habe keine. Ich habe keine Energy und keine Arbeiter. Das ist beides irgendwie echt scheiße. Was, da unten habe ich auch keinen mehr? Ach ja, weil die hier oben drin sitzen. Ja, wie regle ich denn das jetzt am besten? Warte mal, wir könnten die Nahrung... Nein, können wir nicht. Scheiße. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Eine... Warte mal, was macht die? 11. Die macht auch 11. So, dann machen wir halt die mal kurz weg. Aber zumindest haben wir wieder Arbeiter. Ja, bringt mir nur nichts, weil...
wollte aber eigentlich Energie bauen, ne? Ja. So, die setzen wir dann hier unten rein. Damit haben wir dann auch wieder 0 Arbeiter. Aber wir können zumindest ein Haus upgraden. Und die Sägemühle baue ich dann auch wieder hin. Sofern ich es nicht vergesse. So, da dürfen wir noch was upgraden. Wir hätten genug. 4 Food. Boah, können wir noch 2 Hütten machen. Und dann würde ich mich aber so langsam und sicher mal an eine Farm rantrauen. Sofern wir dann 30 Holz noch zusammenbekommen. Bei meinem vorherigen Spiel hatte ich, glaube ich, Tag 95 oder sowas. War so kurz davor. Ja. Sollte wohl nicht sein, ne? Holz, Leute, komm, legt euch mal ein bisschen ins Zeug hier. 6 Arbeiter. Aktuell aber kein Eisen in Sicht, nein. Aber da sind doch auch schon Tote. Wo war ich denn jetzt hier? 30 Holz! Yeah! Auf geht's! 60 nur? Oh Mann! So wird es immer schlimmer. Ja gut, 62, mehr geht leider nicht. Aber das sollte reichen für den Anfang jetzt. Jetzt müssen wir noch zusehen, dass wir noch eine Sägemühle hier auf die Reihe kriegen. Oh, 13. 12, ob sich das... Sollte sich aber eigentlich. Nee, das sollte. Es ist ja nur der Einflussbereich von der Sägemühle. Das sollte sich also nicht mit der Farm hier kabbeln. Ah, die Viecher werden schneller. Die Viecher werden schneller. Hey, Autosave. Farm ist fertig. Das ist sehr gut. Das ist wirklich ultra gut. Weil jetzt können wir nämlich mal ordentlich reinhauen. Wir bräuchten zwar dann noch ein bisschen Energie. Und Holz. Ja, Holz sowieso. Workers und Wood. Na gut. Ja, die zwei Sawmills da hier, die sollten sich jetzt auch gegenseitig ein bisschen unterstützen. Aber Holz könnte wirklich ein bisschen schneller herkommen. Na.
Energy 2. Na, dann hauen wir rein, hä? So. 10 Energie haben wir noch über. Dieses Mistviech wagt es, unsere Mauer anzugreifen. Warte mal, wir können ja eigentlich noch ein bisschen forschen, ne? Great Ballist. Die Dinger sind auch echt mega. Die schubsen nämlich diese Zombies wieder zurück. So, zwei Soldaten brauchen wir noch, beziehungsweise Bogenschützen. Weil nämlich wir oben eine Wand haben oder eine Barrikade, die nicht besetzt ist, und das ist die hier. Und das möchte ich eigentlich so schnell wie möglich ändern. Probier mal ein bisschen was aus. My bow and arrows are ready. Jetzt nur wüsste, wo die angreifen. Ja, ist sowieso erstmal egal. Kommt es ein bisschen so vor, als wäre das ganze Bild ein bisschen so zu dunkel bei euch? Ach, guck mal, da hier oben sind tonnenweise Eisen. Boah, geil, da muss ich hoch. Ich brauche noch mehr Soldaten. Natürlich auch. Ne, das mache ich lieber nicht, sonst kackt wieder alles ab. Herzlich willkommen zur vierten und letzten Stunde hier. Das ist ja irgendwie auf Tinker, ja, immer noch. Verstehe ich nicht, warum wir nicht die Sender wechseln lassen. So, wollen wir nochmal ansehen oder wie oder was oder überhaupt? So, dann bräuchten wir eigentlich noch neue Energie, ne? Habt ihr gehört? Grüße und Wünsche, Technobase FM. Wusste nicht, ist Käse. So, da jetzt das gebaut wird, können wir eigentlich nochmal dafür sorgen, dass hier ein bisschen Upgrade gefahren wird. Würde es ja schon interessieren, was da oben noch so alles ist, ne? Ach, kack. Komm, ihr zwei, geht mal da hoch.
Roger that. Scheiße. Da ist ja mal ordentlich was geboten da oben. Yeah, wir haben neue Energie. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber wir haben neue Energie. Hey. Nein, Quatsch. Was will ich denn eigentlich bauen jetzt? Auf jeden Fall mehr Leute, würde ich sagen. Wir haben 10 Arbeiter. Das heißt, ich kann 10 solche Typen bauen. Das ist irgendwie so ein bisschen nicht so geil. Komm, einer geht noch, ne? Yep. So, jetzt rüsten wir mal ordentlich auf. Und dann sollten wir uns vielleicht mal Stone Workshop holen. Das heißt nämlich dann, dass wir hier alles in Stein verwandeln können. Was schon ziemlich hilfreich wäre. Und auf jeden Fall sehr viel mehr Bogenschützen. Ich habe nämlich keine Lust, dass uns die Viecher hier überrennen. Was da heißt, dass hier überall noch ein zweites Türmli hinkommt. Und das kann ich nicht bauen, weil ich kein Holz mehr habe. Ja, super. Könnte natürlich noch eine Ding bauen, ne? Noch eine Sägemühle. Da sind eh schon 2. Hier fehlt noch einer. Da unten fehlt auch noch ein Turm. So, 2 von den Mädels haben wir, das heißt, wir können weiter. Oh yeah, Party Time da unten. Und das eine, gell? Komm mal ein bisschen fixer hier. Ja gut, das unten ist jetzt erstmal rum, ne? Das heißt, ich kann die eigentlich hier hochschicken. Ah, ist noch nicht fertig. Jetzt aber.
Hier noch zwei, da noch zwei, das heißt 4, 6, 8. Um Gottes Willen. Das wird eng, das wird eng, das wird eng. Scheibengleister. Ach nee, kann ich ja sowieso. 15, 15. Oh, der Stone Workshop ist fertig. Aber 15. Scheiße, haut nicht ganz hin. Brauchen wir noch ein paar Häuser, wa? Das kann man da hinsetzen. Ernsthaft? Wow, wirklich. Frag mich nicht, warum ich jetzt die Häuser baue. Ich hab gar keine Ahnung. Das ist totaler Käse, was ich gerade mache. Ich mach gleich die hier hinstellen. Aber halt, zwei weniger. Fünf Nahrung. Kosten die Soldaten auch Nahrung? Nee, die kosten nur Worker und Wood. Alles klar. Ach so, die kommen von. Ja, okay. Does somebody need a mayor? Was haben wir denn? Soldier Salary minus 60%. Sniper sind ja jetzt eher nicht so. Ich würde eher die Soldaten nehmen. Ich grüße mal das ganze Technobase-Team und ich wünsche mir hier Gangsters Paradise. Ich schau mal nach für dich. Und natürlich freue ich mich auf meine Hochzeit nächstes Jahr. Mit meiner Verlobten, Bär. Ich liebe dich. Und du, mach weiter so. Du bist echt krass drauf. Dankeschön. Dann der Thomas. 40 geile Jungs. Nummer Hu. Andi, wünsche mir von Rob K. Featuring David Puzo. Keine wie du. Ah ja, da war ja was. Da war ja was. Das kommt noch. Das kommt noch. Von Süden. Tja, das ist natürlich echt scheiße. Wir haben genug Arbeiter aktuell, also das heißt, wir können das auf jeden Fall deffen. Und die hätte ich ja total vergessen. Da bauen wir doch nochmal richtig schön aus hier. Und ich hoffe natürlich, dass die alle von der Seite hier kommen und nicht von der anderen Seite, weil dann ist es vielleicht ein bisschen doof. Aber es sieht schon so aus, sie, denke ich mal, gehen schon hier den Weg lang. So, da passen ja immer eigentlich nur 4 auf diesem Tower, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Und ich merke, dass das alles irgendwie ein bisschen zu langsam braucht. Zu lange braucht. Das heißt, ich muss abziehen. Ich hoffe, das reicht. Bin ich nämlich gleich ganz mega am Arsch. Warner, you
Yeah, der erste Veteran. Scheiße, machen die schnell meine Sachen kaputt. Aber meine Leute machen die auch ganz schön schnell kaputt. Zack, und dann wollen wir einmal reparieren. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich... Ah, doch. Jetzt geht das. Hier sind schon vier oben, das ist gut. So, es dürfte alles wieder bemannt sein, soweit. Bis auf die eine. Wieso sind da jetzt... Hä? Hey, ich hab doch den darüber geschickt. Ach so, nee, falsche Taste. Haha, ja, klasse. So, du gehst mal da oben rein. Dann haben wir noch eine, die noch gebaut wird. Wobei, hier sind drei, ja. Die würde ich eigentlich ganz gerne zur Verstärkung zumindest eine da hier hochschicken und die eine hier reinschicken. Dann ist das, denke ich mal, ganz gut hier. Da hier drüben fehlt noch was, aber gut, ist erstmal egal. Ich muss mir jetzt Gedanken drüber machen, wo ich die zweite Farm hinklatsche, dass sich das auch lohnt. Das lohnt sich überhaupt nicht irgendwie. $36. Ja, das ist noch das am meisten, ne? 44 wäre natürlich auch ziemlich geil, aber das haut irgendwie nicht so ganz hin. Dann würde ich sagen, ja. No. Passt nirgendwo hin. Schade eigentlich. Und dann braucht man noch ein bisschen Energie. Hä? Ja. Energie und vielleicht noch ein paar Siedler. Das wäre auch nicht schlecht, dass wir noch ein paar Arbeiter haben. Aber das kriegt man dann mit dem Food zurück, hoffe ich. Sobald die Farm hier steht. Was haben wir noch? Can buy and sell resources. Automatically sells excess resources produced. Ja, den Markt könnte ich mal bauen. Ich habe den zwar noch nie benutzt, aber schauen wir mal, was das Ding so kann. So, dann sorgen wir mal dafür, dass wir noch ein paar Arbeiter haben. Tag 30 von 120 hätten wir schon mal.
So, die Gefahr ist erstmal vorüber. Ändert aber nichts daran, dass ich hier hoch muss. Zu meinem Eisen. Die Frage ist nur, flocke ich dieses Ding hin, dass es auch wirklich was bringt. Okay. Ah. So, gucken wir mal. Der Markt. Wo ich keine Ahnung habe, wo ich den finden soll. War das Industrie? Warehouse, Stone Workshop und Market. Da haben wir doch was. What the fuck, Alter, was ist denn hier los? Wow, das ist ein großes Gebäude. Ich dachte, das ist kleiner. Was frisst denn das überhaupt? Ich stelle das da einfach so hin. Ja gut, das kann man das leisten. Das mit dem Stone Workshop wird schon ein bisschen schwieriger. Nein, das wollte ich da nicht hinsetzen, Mann. Wieso kann ich ihn den da nicht hinstellen? Was soll denn das? Aha. Na gut, dann halt so. Was ich hier so ein bisschen vermisse, ist, dass man die Wände nach unten machen kann. Was nämlich hier gar nicht funktioniert. So. Jetzt können wir uns nämlich. So geile Tracks heute, die Stimmung ist mega. Damit noch mehr Stimmung aufkommt, wünsche ich mir die Atzen mit Party. Ich will abgehen. Los auf das Jahr 2017. Oh, komm schon. Da kriegen wir nur hin. Da kriegen wir bestimmt. 4 Iron. Naja, gut, besser als gar nichts, hä? Nichtsdestotrotz, Soldaten sind wichtig. Weil ich Soldaten lieber hätte als diese Bogenschützen. Die sind einfach viel zu langsam, diese Bogenschützen. Das ist, glaube ich, noch relativ wichtig. So, bevor wir hier oben Probleme kriegen, schicke ich lieber gleich mal diese Tussi da hoch. Die Quarry ist ready, wunderbar. Bräuchten noch ein paar Arbeiter. Nahrung haben wir aktuell noch genug. Ah!
Hier unten sind sie halt zu dritt auf dem Tower, weißt du, zu viert sogar. Na, pass mal auf, dann machen wir das. Machen wir das ganz. Hallo? Machen wir das ganz einfach. Eine ziehe ich ab. Die es natürlich geschafft hat, auf der falschen Seite runter zu gehen. Das ist ja der Wahnsinn. So. Warehouse. Nahrung würde mehr gehen. Holz würde mehr gehen. Und Stein würde mehr gehen. Das ist doch. Sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Super. Sehr super. So, wie schaut denn das hier aus? By stone, wood, so plus minus, by oil. Ja gut, okay, das brauche ich jetzt erstmal nicht, ne? Was braucht denn das? Zwei Worker. Energy, ach ja, schön. Energy brauchen wir natürlich auch wieder. Ja komm, den Lookout Tower, der ist gar nicht mal so schlecht. Gold haben wir ja sowieso genug. Wobei ich trotzdem dieses Stone Workshop endlich mal bauen will. Dazu brauchen wir 20 Energie, die sollten wir jetzt aber auch kriegen. 40 Stone, das kriegen wir auch zusammen. Die Worker, ja, da müssen wir ein bisschen nachrüsten. Wie viel Energie macht denn das Teil eigentlich? Plus 30, oh wei. The building is blocked, the free... Was? Warum? Hä? Steht das einer von euch? Nee, oder? Ja. 23 Energie! Boah, Stone Workshop! Ach nee, warte mal. Genau, 20 Energie haben wir. Die 40 Steine haben wir auch. Jetzt fehlen nur noch die 15 Arbeiter. Und dann haben wir das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich das hinsetzen soll. Könnt ihr den Markt nochmal... oder... Ich weite das hier einfach.
Einer aufgestiegen, yeah. Nein. Oh, warum funktioniert das mit dieser... Hallo? Diese rechten Maustaste nur immer nicht so richtig. Das habe ich da aber nicht hinsetzen wollen. Stone Workshop. Ole ole. Hui. Mit Nei. Schon. Volle Kanonen an das Ding. Ja, da könnte ich da vielleicht noch. Scheiße. Scheiße. Ich hab keine Leute mehr. Das ist jetzt aber doof. Unsere Wälle sind under attack. Die sind aber fleißig hier. Was da unten noch oder was? Ja, 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 ja. Bleib doch mal ganz geschmeidig, mein Freund. Wo denn schon wieder? Ist doch gar nicht wahr. Oh, fuck. Was? Was ist das? Voll der eklige Giftspucker. Ist ja pfui. Sag mal, gibt's denn sowas? Das kenne ich noch gar nicht. Boah, wie eklig. Ja, nee, ist klar, Mann. Warte mal, Building completed, das heißt, ich will jetzt erstmal Steintürme haben. Nein, warte, Steinmauern, Mauern sind gut, Steinmauern sind gut. Die müssen mehr durchhalten, glaube ich. So, wir haben aktuell 4 Worker und brauchen aber Energie. Genau. Ja, so viel dazu. Scheiße. Was mache ich denn jetzt?
komm. Na gut, kommt das dahin. Wird schon passen. Wirklich zu verarschen, Alter. Jetzt schon? Ich bin am Arsch. Acht Food. Vier Food. Scheiße. Aus dem Süden kommen die Viecher. Tja, jetzt muss ich gucken, wo die herkommen. Ich glaube, diesmal kommen sie von der Seite. Das ist echt scheiße. Nee, warte mal. Kommen sie gar nicht lang. Hier ist ja Wasser. Zumindest hoffe ich das. Zur Sicherheit würde ich ja gerne sowas hinstellen, aber mir fehlen da immer noch die mir fehlen die Arbeiter. Nein. Komm, schneller, 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 schneller. Oh mein Gott, das wird verdammt eng. Sonst muss ich die abziehen und darüber schicken, sonst wird das nichts. Scheiße, die kommen sowieso von da drüben, verdammt. Ja. Oh, scheiße, das kann echt eng werden jetzt. Das schaffen sie nicht. Das Ding ist vorbei. Keine Chance, das schaffe ich nie mehr bis darüber. Ja, vorbei. Ja, jetzt muss es nochmal speichern, alles klar. Naja, können wir uns nochmal angucken, was passiert, wenn man es beschissen timet. Okay, die bleiben da stehen. Ja, das ist ja genial. Die rennen einfach auf der Stelle rum.
Okay. Ich glaube, die wollen darüber zu dem Haus, aber das funktioniert ja nur nicht, ne? Das ist genial. Just tell me what to do. Tell me. Ach, Scheiße, wir kommen die jetzt von der. Leute, ihr müsst da ganz schnell rüber. Ich habe noch keinen Steinturm, nein. Waiting on orders. Our defenses are being attacked. Der Patrick wird uns gar nicht was wünschen. Hey, was geht ab für die geile Show? Yeah. Ein bisschen besser wäre es mit Gallien Fett und Gewitter. Freu mich schon. Scheiße, hier drüben. Na gut, da habe ich ja die. Hier habe ich gar nichts. Das ist vielleicht ein bisschen doof, aber hier oben habe ich eigentlich noch relativ viel. Da ist auch nichts mehr. Verdammt. Hä? Ich habe die hier gar nicht. Habe ich die ausgewählt? Ja, eigentlich nur da unten, oder? Ja. War jetzt erstmal wieder ein bisschen Defense hier. Nützt ja noch nicht. Wie gesagt, die hier ist ja sowieso geschützt. Durch die zwei großen Balliste. Drüben aber halt noch nicht, ne? Steine habe ich auch aktuell gar keine mehr. Verdammt. Ah, das war echt Glück. Das war wirklich Sauglück. Da steht halt einer vor den Toren und macht nichts. Tausend Health. Na, okay. Die Dinge hätte ich da drüben gebraucht. Naja, gut. Das war jetzt nur ein kleiner Fail, aber es hat uns nicht komplett das Leben gekostet. Eigentlich hat es nur unsere Defense gekostet. Scheiße, sind ja echt viele von den Viechern da oben. Food, ich wollte eigentlich noch eine Farm bauen, ne?
Zwei bräuchte ich halt noch. Kann ich denn keinen? Ne, ich kann nur Resources. Food darf ich keins kaufen. So ein Mist aber auch. Zwei Worker, zwei Energy, 20 Wood. Der nächste Ansturm wird auf jeden Fall noch heftiger werden. Die Viecher rege ich mich für auf, ne? Wobei ich mich frage, wie man trotzdem gegen solche Horden bestehen soll. Da muss man eine Fatzenverteidigung hinstellen. Ja, dann erforschen wir halt noch den Sniper. Ist halt die Frage, bringt das da noch was, wenn ich das jetzt mit hinstelle oder nicht?
Man muss ja wirklich da bis jetzt dahin latschen. Ist das dein Ernst? So, und erzähl mir jetzt mal, warum der... Jetzt. Ich wollte schon sagen, der produziert keinen Stein mehr. Das haben sie vorhin mal gemacht. Ich auch nicht so ganz verstanden, warum. Ah, warte mal, da gibt's doch Stonehouse. Sollten wir vielleicht auch noch mit dazu nehmen. So, und pass auf. Wenn wir eh schon mal dabei sind, können wir bei der Quarry jetzt auch noch mal... Das war auch nicht die Welt, ne? Das ist allgemein irgendwie ziemlich wenig. Naja, gut. Besser als gar nichts. Und sobald das Stonehouse erforscht ist, hey, sieht aus wie Gollum. Ja, kann man dann ja auch noch ein paar Worker dazu holen. Dann geht zwar wieder das Food runter, aber boah, ist ja eigentlich in dem Sinne egal, ne? Wir brauchen Thomas ja trotzdem. So, die Quarry ist fertig. Attention. Technology research finished. 8 Food. 7 Energy, das ist gerade mal ein Haus. Ja, aber wenigstens kriege ich dafür jetzt wieder 4 Arbeiter. Ah, warte mal. Attention. Sieben Arbeiter, hurra! Und wir können eine Windmühle basteln. Weiß zwar nicht, wo ich die hinstellen soll, aber okay. Boah. Wurde ja dahin, ne? Ist denn der da trotzdem noch alleine drinne? Du musst ja auch hier rum, du Aff. Tante Hedwig? Ach, schön. Ewig, ewig,
Hedwig, Hedwig. So, mehr Arbeiter sollten jetzt auch ploppen. Sehr schön. Vier Food, Alter. Die fressen wie die Scheunendrescher, das ist ja der Wahnsinn. Geht nicht, geht nicht, geht zu Tante Hedwig. Das heißt, ich müsste mal upgraden oder mal erweitern. Zumindest hier raus, denke ich mal. Bin dann gespannt, was, wann die nächste Welle kommt. So, was haben wir hier noch zum Anbieten? Forgery allows the researching of complex buildings and units based on iron. Shocking Tower. Na, das ist doch mal was, zumindest als Verteidigung was Gutes. Das Power Plant würde ich zwar auch nehmen, aber... Ja, das ist halt jetzt eher nicht so. Die Viecher halt voll zerlegt, Alter. Dozens of infected are near the colony. Süden. They are approaching from the south. Ja, jetzt speichern mal wieder. Super. A horde of infected on their way from the south. Na super, und dieser blöde Schnitzeltower ist fast fertig. Jetzt kommen sie. Energie, bist du total bescheuert oder was? Ich kann die nicht abziehen. Ich habe da oben keine Defense, sonst. Scheiße. Die greifen auf jeden Fall die Seite an. Da hier ist es egal. Hol das. Das ist auch. Da steht die Defense auch. Technobase FM. Mit uns in der Turbinenhalle Oberhausen den Geburtstag unter dem Motto Das Duell Runde 2 zelebrieren werden Frank Bros, Rob Mace, Special D, Alex Megan, Bass Lovers United, DJ Gollum, Pulse Driver, Sunset Project, Dan Winter, Timo, Timster, Hansa Players, Crispian Jingles, XS und Withard sowie die Technobase FM Resident DJ. Scheiße, ich hoffe, das reicht. The walls are under attack. Das ist jetzt nicht euer Scheiß Ernst. Our defenses are being attacked. Scheiße! Oh Mann! Das kann ich voll vergessen, das überlebe ich nicht. Ja, oben. Ist klar. Freilich. Let's go.
Faster than my bow. They are trying to break through. Oh. They are trying to break into the building. Oh. Kaka. Haltet sie auf! They are attacking the colony defenses. They are infecting our buildings. They are trying to break through. The walls are under attack. Let's go! Oh nein! Kacke! Ach verdammt, sie haben es geschafft. Mist. Ich dachte, diesmal schaffe ich das. Final Score, naja, 346. Schade eigentlich. Naja gut, das wär's ja dann wohl gewesen. Damit danke ich euch auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Der Stream wäre jetzt noch gelaufen. Eine Stunde 47, okay, da sollte ich vielleicht noch dazu schreiben, wenn ich auf die Ausblendung gehe. Ja, also es ist dann die Zeit hier. Ja, gut. Damit danke ich euch Gesundheit. Damit danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe mich nicht ganz so doof angestellt. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin sage ich dann auf jeden Fall, macht's gut. Bis dahin und tschüssi. Das ist ein neues Marathon hier auf Tech.